Jesus Christus ist gekommen durch das Wasser und durch das Blut oder im Wasser und im Blut. 1. Johannesbrief. Was bedeutet das eigentlich? Dieser Ausdruck wird oft überinterpretiert und führt dann zu etwas konstruierten, kuriosen Fehlinterpretationen. Das Wasser steht hier weder für die Taufe Christi im Jordan noch für das Wort Gottes. Darum geht es in diesem Abschnitt gar nicht. Und das Blut steht auch nicht für den Tod Christi. Darum geht es auch nicht in dem Abschnitt. Also das ist weder ein Bild vom Tod noch von der Taufe Christi und auch nicht von Wort Gottes. Worum geht es dann? Wenn Johannes gekommen benutzt als Wort, geht es immer um die Menschwerdung, um das wahre Menschsein Christi. Das ist also ein Synonym für, dass Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist ein anderer Begriff. Und das ist die durchgehende Botschaft im Johannesbrief, dass Christus wirklich Mensch wurde, eine wirkliche Leiblichkeit hatte als Mensch. Warum ist das so entscheidend? Johannes bekämpft hier durchgehend in den Johannesbriefen eine antichristliche Irrlehre, den sogenannten Dogotismus. Diese besagt, dass Christus nicht Mensch wurde, sondern dass er einen Scheinleib hatte, in Form einer Wasserwolke, also im Wasser kam mit einem Scheinleib, aber eben nicht wirklich wahrer Mensch wurde mit einem wirklichen menschlichen Körper aus Wasser, Blut. Und darum geht es hier. Das ist, was Johannes hier verteidigt und diese antichristliche Irrlehre bekämpft, die die Menschwerdung Christi leugnet, die leugnet, dass Christus wirklich Mensch wurde. Und warum nun diese etwas eigenartige Formulierung im Wasser und im Blut? Zum einen war nach dem antiken Verständnis, er wurde ein Mensch im Mutterleib aus den beiden Substanzen Wasser und Blut gebildet. Und tatsächlich besteht der Mensch primär aus Wasser und Blut. Und das will sagen, dass Christus eine ganz normale Geburt erlebt hat, ganz normal entbunden wurde, ganz normal Mensch wurde und einen echten menschlichen Körper hatte, ein wahres Menschsein und einen wirklichen menschlichen Körper hatte. Und diese drei sind auch die Zeugen, die das wahre Menschsein bezeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und das schließt auch den Kreis zu Johannes 19, denn dort kam Wasser und Blut aus seiner Wunde, als er starb. Das ist der Beweis, dass hier ein wirklicher Mensch gestorben ist. Ein wahrer Mensch mit einem normalen menschlichen Körper. Das ist hier die Botschaft. Johannes verteidigt hier das wahre Menschsein und die wirkliche Leiblichkeit Christi als Mensch und bekämpft hier die antichristliche Irrlehre des Dogetismus, die die Menschwerdung Christi leugnet.